Die Bandidos. Harte Jungs. Heiße Harleys. Strenge Regeln. In der Öffentlichkeit gelten sie als kriminelle Außenseiter. Alle Bandidos verkaufen Drogen, die handeln mit Waffen und haben mindestens 4 Pferde am Laufen. Zum ersten Mal in Deutschland lässt der sonst so verschlossene Bund einen Blick von außen hinter die Kulissen zu. Der Bandidos Motorradclub aus Essen ist eines von insgesamt 47 sogenannten Chaptern bundesweit. Bandido Billy ist seit 5 Jahren Mitglied. Also eins ist klar, wird man erwischt, wenn man Bruder bescheißt, fliegt mal raus. Man fliegt einfach mal raus. Lass mir das mal so dahingestellt. Wer Bandido werden will, muss einen langen Weg gehen. Der 26-jährige Sven hat sich dafür entschieden. Für ihn gibt es kein Zurück mehr. Ich würde dafür mein Leben geben. Der Motorradclub wurde 1966 von Vietnamkriegsveteranen in Texas gegründet. In Deutschland gibt es die Bandidos erst seit 1999. Der Essener Präsident Martin stellt die Grundregeln klar. Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit, ganz wichtige Kriterien. Es ist Mitternacht. Eine auffällige Stretch-Limousine bringt die Führungsriege der Essener Bandidos in ihr Clubheim. Hier in der Wüstenhöfer Straße treffen sie sich regelmäßig. Kameras sind hier eigentlich nie erwünscht. Medien gegenüber ist man eher skeptisch. Doch zum ersten Mal in Deutschland machen die Essener Bandidos eine Ausnahme. Will ich auch kein Problem, wenn mal Gäste kommen. Wunderbar, gerne gesehen. Jeder, der sich vernünftig benimmt, ist gerne gesehen. Ja. In Essen gibt es die Bandidos seit über 9 Jahren. Martin ist Gründungsmitglied und Präsident des Essener Chapters. Chapter bedeutet so viel wie Ortsverband. Jedes Chapter hat einen Präsidenten. Und was der sagt, ist Gesetz. Bei den Bandidos herrschen strenge, fast schon militärische Regeln. Am nächsten Morgen kommt Bewegung in die Motorradgang. Die Essener Bandidos schmeißen eine große Party für alle anderen Mitglieder des Bandidos MC, national und international, den Wild Things Table Dance Contest. Es werden ca. 700 Gäste erwartet. Dafür haben die Essener extra ein großes Industriegebäude angemietet. Mal was studieren für? Geht doch! Hallo, wach! Weitermachen! Billy ist seit 5 Jahren Bandido. Der 42-Jährige ist sowas wie die rechte Hand vom Präsidenten Martin. Hier hört alles auf sein Kommando. Also der Junge muss auf jeden Fall Gurte mitbringen für Mopeds hochschleppen gleich. Ja. Wo ich jetzt schon wieder eine Migräne kriege, die vom Allerfeinsten ist, wenn ich an die Köpfe denke. Ist klar, ne? Und alles andere müssen wir gucken. Dann nehmen wir die dafür, hängen die unten mit Strapsen fest. Es ist Januar. Die Motorradsaison hat noch nicht begonnen. Doch zur Party sollen wenigstens 2 coole Bikes als Deko in den Saal gebracht werden. Bandido Schmitti stellt seine Schmuckstücke für die Fete zur Verfügung. Schmitti hat ordentlich in seine Harleys investiert. Umbauten verlieren eigentlich wenig an Wert. So, Extremumbauten so wie die hier gibt es eigentlich normalerweise immer das gleiche Geld noch für wieder. Ja, zu 50er, 60er Jahren, wenn die vernünftig erhalten sind, die sind die unbezahlbar. Ja, das ist also wirklich so. Wenn du so eine 50er, 56er Pennet hast oder so, dann geht dann also auch schon für ein Motorrad mit 40 Jahre alt, ist auch schon mal locker an die 20.000 Euro. Original. Die Bikes sollen in den Partysaal. Der liegt im 2. Stock. Das Problem, es gibt keinen Fahrstuhl. Also müssen alle mit anpacken. Machst du kaputt, 60.000 auf den Tisch. Aber nur für die Rampe, ne? Moppe kann ich selber schieben. Ich will die selber schieben. Ich muss vorne schieben. Du mal vorne. Jetzt, 2, 3. So. Rampe hoch. Rampe hoch, ne? Da weiß ich nicht, Alter. Doch, Rampe hoch. Hinten an der Schwinge annehmen. Warte, kannst du hochheben. Oder im Schwinge. Warte, jetzt. Nicht auf dem Schwingschild. Das waren die ersten 3 von insgesamt 120 Stufen. Das dicke Ende kommt noch. So eine Harley wiegt zwischen 300 und 400 Kilogramm. Normalerweise arbeiten Vollmember, sogenannte 1%er, nicht. Das müssen die Bandido-Anwärter, also die sogenannten Prospects und die Supporter übernehmen. Doch wenn es um ihre Harleys geht, packen ausnahmsweise auch die 1%er mit an. Halbzeit! Auf, 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 auf. Also, geht doch. Jetzt
Die Hierarchie bei den Bandidos ist streng. Der 52-jährige Rolf aus Essen ist erst seit kurzem im Club. Er ist ein sogenannter Hangaround. In dieser Phase wird Rolf getestet, ob er aus Sicht des Clubs das Zeug zum Prospect, also zum Bandido-Anwärter hat. Man muss sich hocharbeiten. Ne? Aschenbecher mehr hier, wenn man runterfällt oder sonst was. Ne? Leute fahren und. Macht aber Spaß, gut. Jeder hier hat denselben Weg hinter sich. Von ganz unten nach oben. Vom Hangaround über den Prospect, also den Bandido-Anwärter, über den Probationary, also dem Bandido auf Probe, bis zum vollwertigen 1%er, dem Bandido. Ganz oben im Essener Club steht Präsident Martin. Doch egal auf welcher Stufe man steht, die Clubregeln gelten für alle. Eins ist klar, wird man erwischt, wie mein Bruder bescheißt, fliegt man raus. Man fliegt einfach mal raus. Lass mir das mal so dahingestellt. Der Locker, der ist aber wie eine zahnlose Oma hier. Und ne, ich kann nicht mit Love, Loyalty und Respect alles unterschreiben, was ich abschicke und gleichzeitig gucken, dass ich irgendeinen meiner Brüder, der meine gleichen Farben trägt, über den Leisten ziehe. Das geht nicht. Treue, Gemeinschaft, einfach alles oder nichts halt. Ist keine Kompromiss, sondern füreinander da sein und im Prinzip das, was jeder Mensch braucht. Oder jeder Mensch sehnt sich nach sowas. Manche finden es, andere muss ein Leben lang darauf verzichten. Ingo, Spitzname Taliban, wurde in Indien geboren und von deutschen Eltern adoptiert. Er ist Mitglied im sogenannten X-Team. Das sind alles junge Männer, noch ohne Motorradführerschein, die in die Gemeinschaft reinwachsen wollen. Sie stehen in der Hierarchie noch unter den Hangarounds. Ingos Familie ist gar nicht begeistert, dass der Sohn diesem Club beitreten will. Oh, die sind nicht begeistert. Ja, weil durch die Medien halt, ne? Bandite werden immer dargestellt als schlechter, oder? Ist ja nicht so. Das Essener Chapter erwartet heute Abend ca. 700 Bandidos und Freunde zur Party. Grundsätzlich können alle kommen, man muss kein Bandido sein. Allerdings kommen zu solchen Veranstaltungen fast nur Mitglieder und Sympathisanten. Sogenannte Normalos trifft man hier eher selten. Die trauen sich nicht. Marzi ist eigentlich Mitglied im Bochumer Bandido-Chapter. Doch da er mit Präsident Martin gut befreundet ist, moderiert er meist die Essener Veranstaltungen. Wir haben einmal hier ein lebendes Buffet, Leckerchen, mit echten Obst. Ja. Ich würde natürlich, wenn wir jetzt unter uns wären, würde ich vielleicht noch netter probieren. Ne? Aber da darf ich vielleicht auch gar nicht. Aber nein, also lebendes Buffet hier immer so als kleines Highlight, ein bisschen nebenbei. Kein Contest. Die Damen werden wieder einzeln auftreten. Wir werden zwischendurch ein Fotoshooting mit den Mädchen machen. Wir werden die komplett vorstellen, von den Namen her und so. Und dann werden die Einzelshows abliefern. Und dann wird das Publikum hinterher die Beste wählen, die Beste prämieren. Du kannst ruhig reinkommen und essen, ist kein Problem. Dafür ist das da. Na? Ja, du darfst alles essen, außer die Frau, die musst du mir hier lassen. Das Besondere ist schon allein, dass das eine Bandido-Party ist. Das ist einfach was Besonderes, weil das ist unser MC und ich denke, dass wir uns für einen besonderen Club halten. Das heißt nicht, dass wir jetzt Nase hochtragen oder oberschwinglich sind, sondern wir sind was Besonderes, denke ich, weil der Club einen harten Weg gegangen ist. Da möchte ich jetzt auch nicht näher drauf reingehen. Das ist Politik von anderen Leuten oder so. Ich bin heute der Moderator von dem Table Dance Contest. Und dann wird gefeiert. Mit jeder Menge sexy Mädels. Was man nicht vermutet, auf der Bandido-Party geht es gesittet zu. Grölende, besoffene Rocker, die sich daneben benehmen oder sich sogar prügeln, findet man hier nicht. Wie immer greifen die strengen Clubregeln. Wer dagegen verstößt, bekommt Ärger. Für die Essener Bandidos als Partyveranstalter herrscht absolutes Alkoholverbot. Präsident Martin hat seine Truppe voll im Griff. Ja, die Leute begegnen sich hier mit viel Respekt. Das ist eine ganz wichtige Geschichte, weil auch verschiedene Colors, verschiedene Clubs hier sind. Und da muss man Respekt geben und auch bekommen. Und dann läuft das einfach vernünftig ab. Keiner trinkt Alkohol, alle haben die Augen offen. Falls es mal Schere rein, da sofort eingegriffen werden kann. Und im Regelfall passiert es nicht, weil wie gesagt, hier ist ein Abend mit Respekt. Am nächsten Tag haben einige Mitglieder der Essener Bandidos eine Verabredung. Und zu diesem Termin fahren sie standesgemäß mit Motorrad-Eskorte.
Hier passen so gut 6 Leute rein, sieht wichtig aus. Das hat einer. Ja, das ist so ein kleines Statussymbol. Ne? Genau wie die Harley, amerikanisches Stretch-Limo. Das ist schon in Ordnung. Spielzeug für große. Ne? Genau. Kleine Jungs, kleine Autos, große Jungs, große Autos. Wie sich der Club finanziert, darüber reden sie nicht so gern. Es gibt eben grundsätzlich Dinge, die nur für die Ohren eines Bandido-Bruders bestimmt sind. Die Polizei hat seit Jahren ein Auge auf den Männerbund, aber Zoff in der Szene gab es lange nicht mehr. In der letzten Zeit nicht, vom Club ausgehend sowieso nicht. Männer waren die Sachen immer rein privater Natur. Weitere Fragen lassen wir mal jetzt außen vor. Bei ihrem Termin treffen die Essener ihren Bandido-Bruder Barzi. Der betreibt hier im Bochumer Rotlichtviertel auf dem sogenannten Eierberg eine Zimmervermietung. Im Haus Nummer 17 setzt man sich regelmäßig auf einen Kaffee zusammen. Hallo. Hi. Hi. Hi, grüß dich. Hallo! Hey! Grüß dich! Barzis Ehefrau Nancy führt zusammen mit ihrem Mann das Etablissement. Hi! Hi. Gut. Ein gewisser Teil hat damit zu tun und ein gewisser Teil hat damit nicht zu tun. Ne? Es sind mehrere, die da drin engagiert sind in dem Bereich oder so, damit ihr Geld verdienen. Warum auch nicht? Ne? Machen andere auch. Weil es ist ja eigentlich eine seriöse Sache. Ne? Und warum soll man damit nicht Geld verdienen? Das ist ja nun mal. Man muss ja nicht alles irgendwie mit handwerklicher Kunst jetzt arbeiten oder so irgendwann. Man kann ja auch mal ein bisschen mit dem Kopf was tun oder so. Oder wenn man irgendwo reinlebt oder irgendwo im Leben groß wird oder so, versucht man ja damit irgendwo Geld zu verdienen. Das macht ja jeder auch. Die Politiker machen das ja auch. Ne? Die rutschen da irgendwo rein oder, und dann verdienen sie Geld damit. Ne? Und wir haben weniger. Naja, also können wir ja auch auf irgendeine Art und Weise versuchen, unser Geld zu verdienen. Ne? Wir haben auch Familie, Frau, Kinder, alles und alles. Wir müssen alles ernähren. Wir müssen auch Kinder füttern und am Kacken halten. Ne? Nur ist das nicht so. Ja. Billy, ja, egal wie. Deine Existenz ist eine ganz andere. Ich habe einen Job, ja. Das eine schließt das andere ja nicht aus. Also einen Job haben heißt nicht, man kann kein Bandido sein. Sondern genau. Der eine wählt seinen Weg so, der andere so, aber Bandidos sind wir trotzdem. Ich denke mal, manche die würden uns gerne in die Richtung reindrücken, oder dass wir alle nur kriminell wären und alle nur mit potenzieller Gewalt und irgendwie Geld verdienen oder sonst irgendwas. Ne? Es geht auch ohne Gewalt, aber allerdings, ich sag mal, wenn einer an unser Brot geht, ne, dann müssen wir unser Brot verteidigen, ganz normal. Und ich denke mal, das wird jeder andere auch machen, jeder normale sterbliche Bürger oder was. Wenn du hingehst und den Gartenzweig aus dem Garten rausholst oder irgendwann, dann ruft er die Polizei und zeigt die an oder sonst wie, oder der ein oder andere springt daher und reißt den wieder aus dem Arm raus. Und unsere Leute würden wahrscheinlich hinterher springen und den wieder aus dem Arm rausreißen, ganz normal. Die ganzen Vorurteile, die kommen aus der normalen bürgerlichen Welt und die werden hochgepusht von den Medien. Klar. Das Problem ist ja ganz eindeutig, dass du mit einem normalen Leben, mit einem normalen Job und zwar als Bandido keine Auflage hast. Es ist doch viel besser, wenn das heißt, alle Bandidos verkaufen Drogen, die handeln mit Waffen und haben mindestens 4 Pferde am Laufen. Das ist doch normal. Damit macht man Auflage. Die Wahrheit interessiert einem erst noch im Augenblick nicht. Doch so ein bisschen spielen sie schon mit dem Image der bösen Buben. Und da ist auch was dran. Gott vergibt, das steht in der Bibel so. Viele sind auch sehr gläubig von uns, ne? Der eine mehr oder weniger. Meine Frau ist sehr, sehr gläubig zum Beispiel. Und Gott vergibt, so sagt es die Bibel, so sagt es Weg immer und allen. Ne? Wir vergeben eigentlich auch, aber wir vergeben nicht immer und nicht alles. Und manche sagen, die sind halt da, die kann man meiner Meinung nach nicht vergeben. Gott kann's, wir nicht. Sie müssen sich immer an ihre strengen Regeln halten, ohne Wenn und Aber. Und das muss jeder wissen, bevor er sich dafür entscheidet, Bandido zu werden. Der 26-jährige BWL-Student Sven hat sich für die Bandidos entschieden. Kickboxen und Selbstverteidigung gehören zu seinem wöchentlichen Trainingsprogramm. Sven wird von Ralf Seger, Kampfsportler und Kickbox-Weltmeister, trainiert. Der junge Mann hängt sich richtig rein, denn als Bandido muss man sich verteidigen können, sagt er. Das ist in dieser Szene notwendig, weiß auch Ralf Seger. Ich denke, manchmal schon lebensnotwendig. Ja? Wenn man so ein bisschen von den Fäden mal absieht, passiert da eigentlich nichts, aber es gibt ja so einen kleinen Twist.
brauchen wir nicht benennen, weiß ja jeder. Und da ist es eigentlich schon wichtig, dass die Leute auch gut drauf sind und sich auch gegen irgendwelche Angriffe, zeigen wir nachher noch ein bisschen selbstverteidigungsmäßig, auch verteidigen können. Ja? Das ist ein ganz wichtiges Kriterium. Es ist besser auf jeden Fall. Es kann immer in Situationen kommen, wir arbeiten ja teilweise auch an der Türe und so weiter und so fort. Und sollte man sich schon verteidigen können. Sven trainiert seit er 12 ist. Hey, Kopf über oblassen, da und immer! Komm, hier rechne! Jawohl, und Körper, los! Schmeißen, nimm dich zusammen, komm, mach los! Noch mal jetzt, los! Komm, auf jetzt! Vor gut einem Jahr hat er sich für die Bandidos entschieden. Inzwischen ist er zum Prospect, also zum Bandido-Anwärter, aufgestiegen. Seine Kutte bedeutet ihm alles. Jeder Bandido passt darauf ganz besonders auf. Das ist halt für uns ein ganz wichtiger Bestandteil, weil man repräsentiert ja auch den Club, wenn man die Kutte trägt. Und es ist ganz wichtig, gut darauf aufzupassen. Das heißt also, immer im Auge halten, am besten nicht im Auto liegen lassen und so weiter und so fort. Also für mich persönlich sehr wertvoll, sollte eigentlich für jeden so sein. Und wie gesagt, was man sich hart erarbeitet hat, möchte man noch nicht wieder abgeben. Und von daher, ich würde dafür mein Leben geben. Auf jeden Fall. Und Sven meint das bitter ernst. Natürlich, sonst würde ich es nicht mit Überzeugung sagen. Was würde er machen, wenn ihm jemand die Weste klaut und zerstört? Ich denke, er wird nicht dazu kommen. Und deshalb bringt Kampfsportprofi Ralf Seeger seinem Schützling alles bei, was er dafür können muss. Wir haben die Situation, die oft sehr vorkommt. Ich mache das immer so vor. Es steht einer gegen, hat irgendwas in der Hand, eine Flasche, ein Knüppel oder was, ein Messer und kommt einfach so auf mich zu, von oben. Ja? Passiert sehr oft und ich versuche da mal dir zu zeigen, Sven, was man dagegen macht. Okay, attackiere mich mal und hole mit der rechten Hand von oben auf. Okay. Jetzt können wir rein. So, erstmal zurück, rein, Block, fassen. Das ist ja wichtig. Wir machen den in zwei Variationen. Dann gehe ich hier durch. Fasse ihn hier. Gehe hier rüber, hopp. Ja? Und hebe gleich in dem Moment hier. Hand geht offen, Messer fällt raus. Sollte er noch immer widerspenstig sein, was er normalerweise nicht macht, ziehe ich noch einmal hier ab und das Ding ist gut. Besser Angriff, du stehst, du kommst auch vor, hier, diese Nummer. Ja? Das heißt, wenn ich sehe, du hast ein Messer in der Hand, gehe ich schon mal so hin, hier rauf, zur Seite, ganz wichtig. Geh hier herum, hier rüber, Messer weg und komm schon mit, komm mit, komm mit. Du warst ein unartiger Junge, jetzt kommst du mit. Ja? Es gibt ja noch eine andere Technik, aber das mache ich eigentlich ungern. Ich mache das jetzt auch nicht richtig. Das ist aber nur in der Notsituation, weil wir haben hier den Rippenbogen hier. Da kann man zum Beispiel dann auch hingehen, ja, ganz kurz mal eben hier rein. Hier rein, das Herz befindet sich ja daran, eben hier runter. Das tut höllisch weh, möchte ich auch nicht zu feste machen, weil das ist wirklich nur, um dir zu zeigen, jetzt dabei gleich hier wegstoßen, sagen, Alter, jetzt ist gut, bleib da, wo du bist. Sven hat sich mit Haut und Haaren auf den Club eingelassen. Wenn er eines Tages Vollmember ist, muss er sein ganzes Leben nach dem Club ausrichten. Ohne Wenn und Aber. Für mich ist der Weg klar. Gleich im zweiten Teil. Die Polizei bei den Bandidos und eine ganze Stadt voller Rocker. In wenigen Augenblicken geht's weiter. Im Clubhaus der Essener Bandidos hat sich heute Morgen außergewöhnlicher Besuch angesagt. Die Polizei ist hier eigentlich nicht so gern gesehen. Doch manchmal lässt sich ein Gespräch nicht vermeiden. Ich bringe mit ein Spitzenfahrzeug, was vor Ihrer Kolonne herfahren wird. Ein Schlussfahrzeug, was die ganze Kolonne nach hinten schließen wird. Und 13 eigene Motorradfahrer auf eigenen Motorrädern. Diese eigenen Motorradfahrer haben den Auftrag, ihre Veranstaltung als geschlossenen Konvoi über jede mögliche Kreuzung drüber zu bringen. Also die besetzen die Kreuzungen im Vorhinein und werden sie dann über jede einzelne Kreuzung den geschlossenen Konvoi als eine geschlossene Einheit drüber bringen. Die Bandidos planen eine Großveranstaltung, den sogenannten City Run. Circa 500 Harleys werden im Konvoi durch Essen fahren, in Begleitung der Polizei, denn es müssen zahlreiche Kreuzungen gesperrt werden. Und vor allem, wo parken 500 Harleys nach der Fahrt durch Essen, wenn die Party steigt?
Das wollen die zuständigen Beamten vorher von den Bandidos genau wissen. Denn so viel Erfahrung hat die Polizei nicht mit solchen Massen an Motorrädern. Also das ist die erste Veranstaltung dieser Art, die ich begleite. Insofern kann ich dazu keine abschließende Aussage machen. Wir müssen die Sicherheit für alle Leute gewährleisten. Keiner darf sich belästigt fühlen und da muss alles passen. Alle müssen am Tag Spaß gehabt haben und die Sicherheit ist im Vordergrund, ist klar. Muss alles so organisiert sein, bis zum Kleinsten. Da müssen wir uns mit den Behörden natürlich auch einigen, die uns auch unterstützen jetzt dabei, dass es vernünftig läuft. 400 Motorräder brauchen viel Platz. Wenn man die mal komplett belegt, dann sind da... Also Moped an Moped. Ja. 150 bis 200. Ja, die stehen ja auch hier vor einmal. Hier steht ja eigentlich keiner. Hier vorne steht auch noch einer rein, komplett durch. Hier passt eine Menge drauf. Wir müssen gucken, dass hier auch wirklich dann auch hier oben Ordner sind oder Leute sind, die dann auch zackig machen. Ja, passt. Es werden wieder Bandidos aus ganz Deutschland und andere befreundete Motorradclubs nach Essen kommen. Der City Run ist der Auftakt für die Motorradsaison. Doch nicht alle freuen sich über die bevorstehende Großveranstaltung. Hören Sie mal, wir sind doch hier in Rhein-Wohngebiet. Dürfen die das? Ich meine, ich verstehe das nicht. Die sitzen hier bis nachts 12 draußen und dann diese Mopeds, 30, 40 Stück, wenn die alle losfahren, dann sitzen mein Mann und ich im Bett. Und da kriege ich jedes Mal ein Herz, Kasper. Das kann doch nicht richtig sein. Da müssen Sie von der Polizei doch was machen. Die Polizei rufen. Ja. Da ist aber auch zu mir schon gesagt worden, nein, wir kommen nicht. So geht das nicht. Während sich die Polizei mit der noch aufgebrachten Anwohnerin beschäftigt, wird im Clubhaus der Bandidos alles für den City Run vorbereitet. Und eines fällt auf. Alle Arbeiten erledigen die Hangarounds oder die Prospects, so wie Peter und Rolf. Der 52-jährige Rolf ist gerade vom Hangaround zum Prospect aufgestiegen. Jetzt ist er in der Probezeit zum Vollmember. Wie lange das dauert, hängt von jedem Einzelnen ab. Das sind doch keine niedrigen Arbeiten. Das sind Arbeiten, die haben wir unser City Run und das muss gemacht werden. Das müssen wir machen. Wenn wir da extra reinkommen lassen, dann auch der Zehner die Stunde kriegt, aber das gehört dazu. Das ist keine niedrige Arbeit. Wenn das dann nicht geht, dann soll nach Hause gehen. Ehrlich. Hm? Auch das Clubhaus sauber machen, muss auch sauber gemacht werden. Wer soll das sonst machen? Ne? Und dass wir das, dass wir das als Prospekt machen müssen oder Hängeraut oder was weiß ich. Normal, gehört dazu. Ich sehe das nicht als niedrig, ehrlich. Bei den Bandidos fängt jeder ganz unten an. Ausnahmen gibt es nicht. Beziehungen nützen gar nichts. Den Bandido-Status kann man sich nicht kaufen. Billy ist seit 5 Jahren Vollmember und ein enger Vertrauter von Präsident Martin. Er kümmert sich heute um die Organisation des City Run. Mit dabei ist auch Bäckermeister Stefan Salewski. Er ist kein Bandido, arbeitet aber seit Jahren mit dem Motorradclub zusammen. Ich verstehe nicht, warum die meisten Angst vor denen haben oder sagen, oh, das sind Verbrecher und die sind so schlimm. Das sind super Kerle. Man darf denen nur nicht auf die Füße treten. Wenn du große Schnauze hast, kann passieren, dass du mal einen drauf kriegst. Du kümmerst dich bitte bei, wenn wir wegfahren, bist du einer derjenigen, die im Grenzstand bleiben. Ja? Ja? Es können sein, dass Leute hier bleiben, dass sie da also noch weiter was zu essen bekommen. Gut. Anni, möchtest du den Grenzstand mit rein vormittags? Prospect Rolf ist selbstständiger Unternehmer. In der Kreierstraße im Essener Stadtteil Steele betreibt er einen kleinen Sexshop. Rolf, Spitzname Porno, hat in seinem Leben schon so einiges durch. Inklusive ein paar Jahre Knast. Aus unterschiedlichen Gründen, wie er sagt. Ich bin zu den Bandidos gekommen, über einen Freund, der ist auch bei den Bandidos, den habe ich zufällig getroffen. Und da bin ich dann, hat er gesagt, komm mal Käffchen trinken und so, dann bin ich Käffchen trinken gegangen. Und dann hat mir das so gut gefallen, auch diese Gemeinschaft, das findet ihr ja gar nicht mehr. Ich bin ein alter Junge aus der Stadt, früher gab es das auch noch, ne? Aber heute gibt es das nicht mehr. Ich kann ein Beispiel sagen, ich war im Krankenhaus, da kam auf einmal früher, wie ich meine Bypässe hatte, da kamen ein, zwei Freunde, ne? Ja, und je länger dass man im Krankenhaus liegt, ne? Je weniger kommen dann. Und jetzt hier, ich hatte am Dickdarm eine Entzündung im Dickdarm, da kamen auf einmal die ganzen Jungs, kamen, da ging das Herz auf. Ne? Da konntest du richtig spüren, diese Gemeinschaft und alles, das ist wirklich schön. Und ich kann euch ein gutes Beispiel sagen, wenn ich vor einem Jahr, ne, den Löffel abgegeben hätte, da kommt, meine Frau kommt zum Grab, die Tochter, der Enkel, vielleicht noch 3 gute Freunde und dann ein paar Autos aus der Nachbarschaft, ne? Und dann wirst du eingescharrt, ne? Und dann war's. Kein Schwanz spricht mehr von dir. Und ich bin sicher, wenn ich
wenn ich morgen den Löffel abgeben würde, ne, dann ist das eine Beerdigung, wo sie sagen, ey, da liegt der Porno, ne, und sprechen davon. Ne, diese Gemeinschaft alles. Das ist auch, man muss auch niedrige Arbeit machen, aber niedrige Arbeiten, die gehören dazu. Ich musste zum Beispiel im Clubhaus, habe ich die Toiletten sauber gemacht. Ne? Das ist für mich selbstverständlich, weil das ist keine Erniedrigung. Erniedrigung kann man sich nur, wenn man sich selber erniedrigt. Und ich mache dann mit erhobenen Hauptes und dann die Arbeit, die müssen gemacht werden. Ende aus. Schauspieler wäre er gern geworden, sagt er. Das wäre noch so ein unerfüllter Traum. Ansonsten hatte der 56-Jährige früher alles. Dicke Autos, teuren Schmuck und schöne Frauen. Das reizt ihn heute nicht mehr. Er ist seit 30 Jahren glücklich verheiratet und viel ruhiger geworden. Doch als Schauspieler berühmt zu werden, das wäre es gewesen. Ja, das wäre es gewesen. Einmal zwei. Ja, weil ich habe probiert. Das weißt du, wie viel mir am Set, wie ich so ein Komparse oder ich habe auch Sprechrollen gehabt, kann ich dir mal zeigen, die mir gesagt haben, ich hätte einen Charakterkopf, das wäre der Ding. Aber alles nur Laberei. Da ist nichts rübergekommen. Ne? Wir waren in der Castingagentur in Bottrop, ne, die sagte auch, oh, wir machen, ne? Ja, und dann stehst du, im Endeffekt bist du dann als Komparse bist du das letzte Arschloch. Du stehst da wirklich 10 Stunden, um dann 5 Minuten da durch den Film zu laufen oder so, ne? Aber was tut man nicht alles, wenn man berühmt werden will? Ne? Man ist da wirklich so Panne und stellt sich da hin und lässt die Spielchen mit einem machen. Ne? Aber das Ding wird gewesen, wenn ich manche sehe, die Rollen spielen, die haben von Tut und Blasen, keine Ahnung. Die spielen dann knackig, verstehst du, und wissen, kennen die Sprache gar nicht. Ja, ist ja so. Ne? Oder vor allen Dingen, was ich immer lustig finde, wenn sie auf Leute schießen und da kommt und die Patrone fliegt niemals raus. Was ja normalerweise gang und gäbe ist, da kommen sie dann mit so Dinger. Ne? Da muss richtig bum bum, da muss die Patrone müssen so rausfliegen. Ne? Oder wenn sie, ich war zum Beispiel dabei, wie einer erschossen wurde. Ne? In Frankreich beim Zoll haben sie auf den geschossen. Einen im Kopf, einen im Hals und einen hier. Da lief die Suppe so raus wie ein Wasserkran. Also wenn du einen Wasserkran auftritt, bis der Druck nachlässt, dann wird das weniger. Ne? Und das ist mal bei dem Film heute, da haben so eine Blumenkritze, die haben die Murmel eingehauen, verstehst du, und da liegt da so eine kleine Pfütze. Ne? Da läuft alles aus. Ne? Ja, also hart, aber ist so. Ne? Aber was wollt ihr noch wissen? Ich muss zu meinem Club. Denn heute ist ein wichtiger Tag. Die Essener Bandidos veranstalten den City Run. 500 Motorräder fahren in einem riesigen Konvoi durch die Stadt. Aus ganz Deutschland werden Bandido-Brüder erwartet, aber auch befreundete Motorradclubs, die sogenannten Supporter. Bandido Billy ist voll mit der Organisation beschäftigt. Der Hintergrund der Sache ist, dass der Bandidos MC pro aufgetretenen Biker 2 Euro spendet im Kampf gegen Kinderpornografie. Ja. Weil wir sagen, das ist eine Sache, die einfach nicht geht, die also auch bei uns ist Familie und Freundschaft heilig und da können wir nicht einfach zusehen, wie da gar nichts getan wird. Und wir haben gesagt, das ist eine ganz gute Möglichkeit, sich zu engagieren. Der Zusammenhalt ist für die Bandidos das Allerwichtigste. Der Club ist für sie die selbstgewählte Familie und Blut ist immer dicker als Wasser. Für Billy und alle anderen kommt der Club immer an erster Stelle. Kein Job, keine Ehefrau, nichts ist für sie so wichtig wie die Gemeinschaft der Bandidos. Ich sag zu den Leuten, die mit Bandidoskutte rumrennen, Bruder, egal auf welchem Erdteil und in welchem Kontinent. Und Familie erinnert man sich dran. Ne? Und das ist so. Ist ein Teil unserer Kultur, kann man sozusagen. Ne? Ja. Man zofft sich schon mal in der Familie, das ist normal, aber im Normalfall, wir haben einen Spruch, der kommt von drüben, von Amerika. Your brother isn't always right, but he's always your brother. Also mein Bruder hat zwar nicht immer recht, aber er bleibt immer mein Bruder. Also das ist halt so, das stellt sich halt so dar. Das nehme ich auch wirklich ernst, das ist nicht nur ein Spruch. Nee, also ich nehme es sehr ernst und hier im Chapter sehen wir das alle so. Das ist so. Immer mehr Motorräder donnern über die Wüstenhöfer Straße. Der Club hatte mit rund 400 Bikes gerechnet, doch am Ende werden es fast 500 sein. Diese Veranstaltungen sind offenbar bei den Bikern beliebt. Präsident Martin kümmert sich jetzt persönlich darum, dass alle Motorräder vernünftig geparkt werden. Denn das war eine Auflage der Behörden. Die steht richtig, da geht nicht mehr. Das Ding kann nach vorne ein bisschen mehr. Ja. Das Ding. Ich kann bleiben.
das Teil hier ein bisschen nach vorne schieben. Alles war eines, glaube ich. Ja, Viertel vor eins. Viertel vor eins. Jo. Um 15 Uhr geht's los. Der City Run durch Essen. Die 500 Biker fahren in einem riesigen Korso durch die Innenstadt der Ruhrmetropole. Angeführt von der Essener Polizei. Denn in der City müssen einige Straßenkreuzungen abgesperrt werden. Ein Rockerkorso mit Eskorte durch die Staatsgewalt. Das hat es in Essen bisher auch noch nicht gegeben. Nach gut 40 Minuten ist der City Run durch Essen vorbei. Über 1000 Euro sind dabei für die Initiative gegen Kinderpornografie zusammengekommen. Clubpräsident Martin zieht eine positive Bilanz. Ja, hat alles gut geklappt, keine Unfälle gegeben, sehr viele Leute da gewesen, man kann rundumzufrieden sein mit der ganzen Sache. Am nächsten Morgen kümmert sich Billy um eins der zentralen Dinge im Bandido-Leben, das Motorrad. Billy will sich vergrößern und hat eine Verabredung mit Händler Bernd Luther in Remscheid. Ich habe mich jahrelang dagegen gewehrt, weil das also nicht unbedingt der typische Rocker-Motorrad ist. Nicht wirklich. Aber mittlerweile fahren mehrere Kollegen von mir die Dinger und die steigen ab nach 500 Kilometern und machen Party. Ja, und ich steige von meiner ab und brauche einen Orthopäden. Ja, du hast in dem Ding auch den Big Twin Motor drin, den Twin Cap 96. Ja. 96 Kubik Inch, 1584 Kubik Hubraum, also knapp 1,6 Liter. Na, da hast du natürlich auch ordentlich Drehmoment, na, und zum Tourenfahren auch schön bei den Modell jetzt seit 2007 Sechsganggetriebe. Na, ah, das ist natürlich das heißt, schön. Also auch wenn du gerade sagst, wir fahren mal in die Alpen oder so, dann immer eine vernünftige Übersetzung, ne? Mit der richtigen Übersetzung direkt am Start. Ja, da hast du natürlich eine schöne Verkleidung vor. Du hast bei dem Motorrad ein Radio mit drin. Ja, dann ist natürlich ganz wichtig. Dinge, die die Welt nicht braucht, aber Harman-Kardon-System, also auch vom Feinsten, ist bei dem Fahrzeug serienmäßig. Nun gut, also das wäre jetzt nicht unbedingt der Kaufgrund für mich schlechthin, da der Ding ein Radio hat, aber wenn es dabei ist, ist es halt dabei. Ne? Ja, gar kein Thema. Ne? Tja, ja, das wäre also jetzt eine Gebrauchte auch. Das, ne? Ist eine Gebrauchte, genau. Na, das ist auch eine 2008er, hat einen Vorbesitzer, das erste Anti-Maschine und hat fette 1200 Kilometer gelaufen. Doch so viel. Ja, waren viel Fahrer. Ja, da komme ich, glaube ich, im Monat drauf, wenn ich mich zurückhalte im Sommer. Das wäre dann eine Road King. Das wäre eine Road King. Aber bei der Road King hast du im Grunde genommen all das, was du bei einer E-Glide auch hast. Unterschied ist jetzt eben einfach, du hast nicht die Hartschalenverkleidung dran, sondern du hast eine Windschutzscheibe. Die man zur Not sogar noch abmachen kann. Abmachen kann. Nicht nur zur Not, das ist also ein super System bei Harley-Davidson. Die sogenannten Detachable Parts. Ja, du hast das Ding also wirklich mit einem Handgriff. Das kann sogar ich. Runter, ne? Jeder Bandido fährt Harley. Das ist eine Pflicht. Du wirst also kein Bandido, ohne dass du eine Harley hast. Das ist eine Grundvoraussetzung. Du musst also Harley fahren. 22.000 Euro soll die Vorführmaschine, eine Road King, kosten. Dann kommen noch etliche Euro für Umbauten obendrauf. Kein Bandido fährt ein Motorrad von der Stange, auch Billy nicht. Ja, das Zusammenspiel läuft eigentlich. Ne? Man fühlt sich sofort wohl auf dem Ding, ne? Sitzt vernünftig. Wie gesagt, der Lenker, den würde ich umbauen. Aber ansonsten bin ich da sehr begeistert von. Und verabschiede dich schon mal von deinem jetzigen Motorrad. Billy muss wieder zurück zum Club, denn die Essener Bandidos veranstalten zum ersten Mal den Germany Run. Eine Fete, bei der das Erscheinen für alle deutschen Chapter Pflicht ist. Billy und sein Bandido-Bruder Dirk gehören zum Organisationsstab. Wir geben uns Mühe. Wir müssen den Leuten ja ein bisschen was bieten. Es kommen ja auch nicht wenige. Wir rechnen also so mit 1.000-1.500 Leuten. Und hier sehen wir die Vorbereitung. Die ersten. Und morgen geht es schon weiter. Und am Donnerstag ist dann hoffentlich der Aufbau durch. Und dann warten wir auf die Leute, die da kommen. Viel Zeit haben die Jungs nicht mehr. Es müssen mehrere Bühnen und Stände aufgebaut werden. Präsident Martin und sein Chapter sind die Ersten, die diese Riesenparty ausrichten. Sie wollen, dass alles perfekt ist. Micha, in einer Viertelstunde kommt der LKW. Kannst du dann allen Leuten einmal Bescheid sagen, auch hinten hier den Taliban von uns und so, dass wir in einer Viertelstunde uns hier treffen, dann einmal LKW. Danke, Micha. Die Party ist für alle Chapter aus ganz Deutschland ein Pflichttermin.
Bandido Dirk betreibt eine Firma für Veranstaltungstechnik. Daher kennt er sich gut mit Planung und Organisation aus. Jetzt muss alles zack zack gehen. Alle, die nichts zu tun haben, kommt direkt in hier. Ingo, Caliban, komm! Während der Bühnen-LKW ausgeladen wird, kommt der Sand für die Beachbar. Und wieder fällt auf, die Arbeiten erledigen die Prospects, also die Bandido-Anwärter und die Caballeros. Sie sind der sogenannte Supporter-Club der Essener Bandidos. Die Mitglieder fühlen sich den Bandidos eng verbunden, sind aber keine Vollmember. Die 1%er Bandidos sind hier die Chefs. Wird schwarz abgeklebt. Ja. Dann machen wir zuerst, weil dann steht nämlich das Schild davor. Gut. Klebe ich hier aus. Wow. Die Bandidos wollen sich ganz bewusst von den sogenannten Otto Normalos abgrenzen. Durch ihr Aussehen, ihre Regeln und ihren Ehrenkodex. Eines wollen sie auf keinen Fall sein, Spießer. Wir gehen auch einen ganz normalen Job nach. Wir haben einen ganz normalen 8-Stunden-Tag. Nur ab da, wo wir Feierabend haben, da leben wir anders. Wir haben andere Prioritäten. Uns nützt das nichts, wenn unsere Konten voll sind und sowas. Wir leben jetzt, weil wir wissen nicht, wie lange wir leben. Fertig. Das weiß ja keiner. Ja, eben. Wir genießen aber das jetzt einfach mehr. Ja, wir lassen uns nicht ganz so in Form stecken wie Otto Normalos. Aber wir haben andere Formen. Wir haben schon Formen, aber die Formen sind nicht vom Staat vorgegeben. Ja, wir bestimmen unsere Formen schon selber. Das macht uns anders und das macht unser Leben interessanter. Ja, wir kommen mehr rum, wir sehen mehr von der Welt, weil wir leben jetzt. Ja, dieses so, ich spare jetzt 20 Jahre und dann kaufe ich mir Mercedes. Ich weiß nicht, was das in 20 Jahren. Ich will jetzt Spaß haben und ich will jetzt leben. Für den Germany Run haben die Bandidos extra einen Zeltplatz in Gelsenkirchen gemietet. Alles ist fertig und die Party kann losgehen. Fehlen nur noch die Mitglieder aus den anderen deutschen Chaptern. Und die kommen. Pünktlich. Jetzt muss alles wie am Schnürchen klappen. Bandido Billy teilt die Prospects, also die Bandido-Anwärter aus ganz Deutschland zum Arbeiten ein. Denn richtig feiern werden heute nur die echten 1%er Bandidos. Normalerweise gibt es eine Ansage für alle Prospects bei so einer Veranstaltung. This is not your party. Guck jetzt mal, was da mit dem Bier klappt. Bandido Billy kontrolliert persönlich, ob alle Prospects und Supporter ihre Arbeit vernünftig machen und genug Helfer eingeteilt sind. Lobby ist da, Philipp ist da, Wolfgang Schotter. Ja. Die Organisation ist straff und lückenlos. Es wird nichts dem Zufall überlassen. Mir ist egal, im Endeffekt, wie ihr die Einteilung macht. Ich will nur, dass das klappt. Klappt das nicht, kriegt die ganze Bagage, die auf dem Zettel für den einen zwischen die Hörner. Das mache ich nicht an einer Person fest. Ihr regelt das untereinander. Wenn einer gar nicht kommt oder so, will ich darüber Bescheid wissen. Das ist was anderes, aber das kann ich mir nicht vorstellen. 1500 Bandidos, Prospects und Supporter aus den insgesamt 47 deutschen Chaptern sind zum Germany Run nach Gelsenkirchen gekommen. Dazu auch noch etliche Bandido-Brüder aus dem Ausland. Tradition bei solchen Gelegenheiten, das große Gruppenfoto. Und dann geht's los. 2 Tage lang wird gefeiert, gut gegessen und getrunken. Randale, Prügeleien, Polizeieinsätze, Fehlanzeige. Auch die beiden Sanitäter Norman und Jens haben schlicht nichts zu tun. Wir hatten Angst, hier hinzufahren. Wir hatten schon, ja, wir hatten gedacht, mein Gott, ich sag, wenn Notfall ist, Türen zu, Polizei, Feuerwehr. Aber im Gegenteil. Also wir haben noch nie so viel Gastfreundschaft erlebt, ehrlich. Also die Leute kommen auf uns zu, sind freundlich, wie geht's euch, was macht ihr so und habt ihr Spaß hier? Geben auch mal was zu trinken aus und so weiter. Also da ist jedes Schützenfest schlimmer, ganz ehrlich. Also da haben wir schon wesentlich schlimmere Sachen erlebt. Schlägereien, alles. Aber hier gar nichts. Wenn hier einer ein bisschen rumpöbelt, der wird ganz unauffällig zur Seite genommen und dann ist Ruhe. Auch am Abend wird friedlich weitergefeiert. Ganz wichtig, die Versteigerung von Sachspenden für die Bandido-Brüder im Knast. Denn in der Bandido-Familie lässt man niemanden im Stich, sagen sie. Martin, Präsident der Essener Bandidos, ist vollauf zufrieden. Einmal sieht man alle Brüder auf einer Stelle. Man kommt zusammen, hat eine schöne Nacht oder mehrere Nächte, die interessant wären. Man macht für das allgemeine Publikum eine schöne Geschichte.
dass sie den Club kennenlernen können, Kontakt schließen können zu uns. Also einfach die Hauptziel war dieser Geschichte. Bei allem Feiern, auch das Andenken an die verstorbenen Bandido-Brüder spielt im Selbstverständnis der Rocker eine große Rolle. Auf der Party gibt es dafür extra ein Gedenkzelt. Ich finde, das ist eine ganz wichtige Geschichte und ist sehr, sehr gut. Und das zeigt auch, eigentlich auch anderen Leuten, die mit dem Club oder mit dem MC nichts zu tun haben, dass wir unsere verstorbenen Brüder, genauso wie die Leute, die für uns im Gefängnis sind, immer in Ehren halten werden. Egal wie viele Generationen das dauern wird und wie lange es Bandidos MC geben wird. Ich denke, ewig. Und wahrscheinlich der eine oder andere von uns dann irgendwann auch mal hier steht, na, und in Erinnerung gehalten wird. Ja.